in unsere Bank, da sind sie all nicht kloe. Ich bin zum Beispiel, dass ihr es wisst, der Online-Banking-Spezialist. Auch wenn der Aff euch schlauste, ich bin bei uns der Schlauste. Ich grüße meine Kundschaft, besonders die alle, die wo Eurose als noch Fernei Blumensort halle und verdienen Kredit hei. Ja, ich mach kein Geschiss, Delikatesse so wie Kaviar is. Grüß die, weil's nicht Uso zwecks finanzielle Belange nach dem Gyros-Konto beim Grieche verlange und beim heimischen Schlachtfest Sparschwein verspeise, weil Zinse zum Feiern jetzt Festzinse heiße. Es grüßt euch als Banker, dem Euro sei Dank, ernst lustig von der Spaßkasse der chaotischen Bank. Ja, als Bank des Vertrauens sind wir wirklich der Hit. Gut, wenn Sie uns vertrauen, aber ich steh das nicht. Ja, meine Frau sagt schon immer, ich find's zwar nicht schön, dir trau ich so weit grad, als wie ich dich seh. Ich mein ursprünglich, da sollte ich auf der Bank, ich verrat's ja nicht gern, auf der Bank gar nicht schaffen, sondern Maurer werden. Nur hab ich in der Berufsschule die Klasse vertauscht, und weil ich zu spät war, an der Tür draus gelauscht, herrschte Lehrer laut Sare, das wär ein Betrug voll Vertrauen, und der Kunde müsst wissen, auf die Stein kann er bauen. Dann hat er weiter gesagt, das klang bis nach draußen, wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Da war mir ganz klar und der Rest nicht mehr wichtig, das sind die Maurer und hier bist du richtig. Obwohl, dass ich mal auf der Bank schaffe, war mir so ein bisschen schon klar, weil ich in der Schule schon voll der Mathematiker war, denn da fragte der Lehrer, so, ich hab eine Frage, wer von euch kann mir die Lösung jetzt sagen, sitzen 6 Leute im Bus und 8 steigen aus. Da guckt er in die Klasse rum und fragt, was kommt denn raus? Ich melde mich als Erster, sage, das ist doch nicht schwer. Steige zwar wieder ein und dann ist der Bus leer. Beim Bewerbungsgespräch macht der Direktor Ken Halles und seht, mir suche hier jemand so quasi für alles. Dann bin ich ihr Mann, ich tu nicht trinke und rauche und bin für alles zu haben, aber für nichts zu gebrauche. Ich bin auch sehr fleißig, weil wenn man meine Zeugnisse sieht, steht überall drin, er hat stets sich bemüht. Ja, dann fragt der Direktor, lädt sich zurück zum Entspannen. Wie haben Sie denn eigentlich Ihre Prüfung bestanden? Sag ich will ja nicht protzen, aber bei sämtlichen Testen war ich von der Tasch gefallen immer der Beste. Kommt letztendlich in die Bank und guckt alles nur so rum. Wie kann ich Ihnen helfen, weil das war mir so dumm? Sagt er zu mir, ich kam gerade mal rein, weil ich wollte wissen, wie weit sie mit Renovierungen sind. Mit was bitte habe ich den entsetzt Auge gekriegt? Seht ihr, ich habe hier einen Brief, sie hätte mein Konto gestrichen. Das ist ein Überfall, kreischt so ein Simpel den Satz. Sag ich, was kann ich für Sie tun, nehmen Sie erst einmal Platz. Ach, punkto Überfall, sag ich zu dem Kunde ganz leise. Ich gehe davon aus, Sie wollte Geld überweisen. An wie viel hat es denn so über den Daumen gedacht? Ei, an alles jetzt mach, hat er zu mir gesagt. Och, bei so einer Summe können Sie auch ein Sparbuch anlegen.
oder einen Bausparvertrag nimmt man gern bei Vermeige. Sie könnten natürlich, weil da hätte ich einen Haufen, auch gern noch ein paar Aktien von der Agropolis kaufen. Ich weiß, bei so einer Auswahl, Sie sind nicht zu beneiden. Schlaufen Sie drüber, tun Sie meine Entscheide, hat er mit der Kapuze über dem Kopf schweichend vor mir gesessen. Ein Kalender für Weihnachten hatte ich beinahe vergessen. Sag ich, kann ich sonst noch wie helfen? Und da seht ihr zu mir, ich hab eine Frage, welche, was war ich hier? Ich werde bei uns meistens, auch wenn es mein Kollege verletzt, nur auf spezielle Gebiete mit Verstand eingesetzt. Das heißt auf gut Deutsch, also im unertriebenen Sinne, ich mach alles das, wo sie kein Dollar verfinne. Seht unseren Direktor letzt zu mir, weil das wäre ja ein Klacks. Sie setzen sich hin und verfolgen den DAX. Ich hat's gleich mehr gedenkt. Der macht sich ja Witze. Weil wie verfolgt man einen DAX und das noch im Sitze? Also ich in der Wald, so zwischen den Jungen, hab mich vor so ein DAX-Loch gehockt und hinein für Frauen bin ich zurück in die Bank, weil es war nichts passiert. Hab zum Dank mehr vom Direktor noch einen Ausschiss kassiert. Wo sind Sie gewesen, sage ich, ich mehr's mit meinem Wort. Ich hab 6 Stunden gewartet, aber der DAX war schon fort. So, ich mach mich jetzt fort, das hat ja alles keinen Sinn, weil ich vom Rundschreiben lese, ach, noch ganz schwindelig bin. Drum grüße ich zum Schluss die Herrn Millionäre, die Schuldenbuckel all und die Aktionäre, die Penningsfuchse, die es jetzt auch nicht mehr gibt und die, wo es erotisch finde, wenn man nackig rumhippt, die Sparbrätsche mit dem engen Gärtel und das ganze Hypothekenviertel. Macht's gut, sagt als Banker, dem Euro sei Dank, ernst lustig von der Spaßkasse der chaotischen Bank. Hello! Der Online-Banker Jürgen Wiesmann als Sitzungspräsident des MCC, ein verdienter Held des Mainzer Fasenacht. Und nachdem die Seegockel hier in Friedrichshafen und der MCC seit 50 Jahren eine enge Freundschaft verbindet, gibt es jetzt ausnahmsweise mal kein Gockelores Kikeriki, sondern ein Mainz Hello! Mainz Hello!